Anfangt euch rumzuschlagen mit irgendwelchen komplizierten Trainingsplänen mit 18.000 Übungen drin. Fang doch mal bei den Basics an. Du kannst jede Bewegung in 6 grundlegende Bewegungsmuster auseinanderbauen, sage ich jetzt mal, wie so ein kleinster gemeinsamer Nenner. Ne? Push, Pull, Squat, Bend, Twist, Lunge, weil mein Englisch wieder besser ist als mein Deutsch. Also Druckübungen, Zugübungen, Kniebeuge, sowas wie eine Deadlift-Bewegung wie beim Kreuzheben, dass praktisch deine Hüfte als Hebel funktioniert, ja. Ein Ausfallschritt. Und alles, was Rotation in den Rumpf reinbringt. Und so sollte für jeden am Anfang zumindest mal der erste Trainingsplan aussehen, dass alle Muster damit abgedeckt sind. Am besten mit Ganzkörper-Workouts und dass mal zumindest in 2 Trainingseinheiten einmal alle 6 Bewegungsmuster drin waren. Können zum Beispiel so aussehen: Squat, Bank drücken und Rudern am ersten Tag. Ein Deadlift, Overhead Press, Klimmzüge und ein Ausfallschritt mit Rumpfrotation integriert am zweiten Tag. What? Ich habe gerade einen Einsteigerplan hergeschenkt. Eiskalt. Ja, wie gesagt, keep it simple und bleib dabei, zieh's eine Weile durch und dann wird aus jeder Trainingseinheit mit der Zeit eine Gewohnheit und Gewohnheiten sind einfacher, diszipliniert durchzuziehen. Keep it simple, bleib dran, haut rein, gib Gas. Peace. Parte 2. Bleib dran, haut rein, gib Gas. Parte 2. Peace.